Servus und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Orchestra. Heute mal auf der Karte Spartanovka mit dem Spieltyp Territorium und zwar natürlich wie immer mit dem Spielmodus Realismus, denn wir wollen es richtig hart und das bekommen wir auch heute richtig zu spüren. Ja, und ich habe letztes Mal in den Kommentaren gelesen, jemand hat schon Stufe 2 einer Waffe freigeschaltet, also ein Waffengadget freigeschaltet und er weiß leider nicht, wie man das auswählt. Und der werte Herr, wenn du das gerade siehst, hier links siehst du gerade diese kleinen Embleme und darauf musst du drücken. Und dann kriegst du dann halt für deine jeweilige Waffe, was du halt bekommen hast, dann das jeweilige Gadget. Ja? Also einfach auf diese Embleme drücken, auf diese, ja, Auszeichnungen für die Waffe. Und dann hast du auch schon dein, ja, Bajonett bei mir in dem Falle. Das sollte also nicht das Problem gewesen sein. Ich hoffe, deine Frage wurde dann damit beantwortet. Und übrigens unten links gerade zu sehen, DSK Spooky ist beigetreten. Spooky ist ein sehr, sehr alter Bekannter von dem damaligen Operation Flashpoint Dragon Rising Forum, das gibt es leider heutzutage nicht mehr, das haben wir damals dicht gemacht, haben uns dann auf Battlefield konzentriert. Aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Kollege von mir und ich sehe gerade, dass die scheiß Tipps wieder da sind. Denn es gab letztens das kostenlose Update von Red Orchestra 2 und zwar die Game of the Year Edition. Heißt also, jeder, der das Spiel hat, hat jetzt also die Game of the Year Edition mit den ganzen Schnösel drumherum. Plus der vollen Gewaltstufe, heißt also, es gibt keine Cut-Version mehr. Was sollte sie sich nicht mehr geben, jedenfalls gibt sie bei mir nicht mehr. Seit Ewigkeiten. Und das Spiel gab es letztens auch für lau zum Spielen. Also ihr konntet das 24 Stunden lang, glaube ich, kostenlos euch herunterladen. Und das ganze Testen gab es dann, glaube ich, auch noch gleich im Angebot. Also richtig, richtig nice von Tripwire Interactive, den Publisher, oder den Entwickler ist das nicht der Publisher. Glaube ich jetzt, wenn ich jetzt kein Bullshit erzähle. Und ja, der doch nicht dann nutzt hat die Chance, das runterzuladen, der ist jetzt selber dran schuld. Habt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel verpasst. Stirb! Stirb, du Bastard! Hab ihn im Sperrfeuer! So, immer spielen wir natürlich gegen Bots und richtige Menschen, heißt er so. Ja, okay, gut. Was heißt richtige Menschen? Baroks und auch Spookies bei den Alliierten. Mensch, Spooky, was ist denn da los? Ach, wir haben alle einen Ping von 300. Okay, ich dachte schon, ich wäre hier über King auf dem Server und habe gerade einen Ping von 20 oder so. Nee, da haben irgendwie alle jetzt einen hohen Ping. Ja, also eine Mischung aus Bots und richtigen Spielern. Wird auch ein bisschen Schlachtfeeling aufkommen. Ja, bringt ja nichts, wenn nur vier Spiele da sind. Dann macht das Ganze natürlich nicht so viel Spaß. Gucken wir mal, ob wir den Spooky gleich messern können. Die Beine zum Beispiel. Jetzt wird schön reingehackt in die Brust. Gucken wir mal. Spartanovka ist übrigens eine sehr coole Karte. Ist auch sehr, sehr schwer. Gerade die Russen können hier hinten diese, weiß nicht, Kirche ist das hier vorne. Da sitzen gerne mal Scharfschützen drinne. Und hinten ist, glaube ich, das Rathaus. Warte, ich mal, gucke mal ganz kurz, die Karte steht leider nicht da. Doch, der Wohnblock ist das. Nee, E steht noch gar nicht da. Ich glaube, das ist ein Rathaus. Und da hängen oft gerne mal russische Sniper drinne, die auch die ganze Mittelstraße im Feld haben, also sondern die einen fernen Blick haben, so rum ist richtig. Und da gerne mal ein paar Kills abstauben. Also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gefährliche Karte hier. Deckung wird auf jeden Fall immer weniger, wenn man nicht aufpasst. Und da das Spiel ja auf Realismus getrimmt ist, gibt es hier also auch Penetration, heißt also Kugeln durchschlagen, Materialien. Also hilft zum Beispiel der Holzlattenzaun hier vorne einfach gar nichts. Ne? Da habt ihr dann gleich euren Tod vorgebucht. Oh. Das war Vladimir. Vladimir ist aber kein Spieler, ne? Kein richtiger Spieler. Das kann ich gerade das Menü nicht aufrufen. Vladimir ist kein Spieler. Wir haben nur Spooky und Barox the Banana. Ja, cooler Name, aber nur die beiden sind da. Aber es könnte sein, dass ein paar Abonnenten gleich beitreten werden, weil ich habe mir ja damals gesagt, falls sie, oder jetzt aber, ich sag's mal einfach jetzt mal allgemein, ja, falls ihr seht, dass ich im Steam mit Orchestra spiele, Verdor oder jetzt sei es ein Search-Team, dann einfach beitreten, scheut euch nicht. Drückt den Steam-Button rechts auf meinen Namen, beitreten und dann seid ihr mit dem Spiel drinnen. Und dann können wir gemeinsam oder auch gegeneinander kämpfen. Und wer mich nicht im Steam hat, der kann ja gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es eine Steam-Gruppe von mir. Und da könnt ihr beitreten. Die müsste, glaube ich, keine Bestimmung sein. Könnt ihr einfach beitreten, wie ihr wollt. Und da könnt ihr dann auch meinen Namen finden, beziehungsweise mich finden als Administrator. Und dann könnt ihr dann auch darüber beitreten. Was sollte das gehen? Ich will euch auf jeden Fall sagen lassen, dass das so geht.
Müssen wir probieren. Ansonsten einfach die Gruppe suchen, mich einfach hinzufügen als Freund. Falls irgendwann mal der Fall sein sollte, dass die Freundesliste voll ist, was wahrscheinlich bald eintreten wird, dann ist wahrscheinlich die Gruppe die einzige Möglichkeit noch, mir in Spielen beizutreten. So, hier schönes Beispiel, Penetration. Die Yuri hat es leider nicht geschafft, der Holzlattenzaun hat ihn leider nicht die Kugel abgehalten. Genauso hier. Zack, Nikolai. Liegt jetzt halt auf dem Friedhof. So, hier hinten gerade noch rumschleichen sehen, wo ist denn jetzt hin? Ich habe gerade hier mitten schleichen sehen rechts. Du darfst auch nicht so lange auf einer Stelle verharren, weil da sonst die Gegner kommen und hier so einen Punkt einnehmen. Ja, der geht schon gut los. Beschütze ich mal die Säcke. Oh, da kommt ein Bot. Ja. Gibt's doch nicht, Mensch. Leg mich mal am besten mal hin hier. Wenn ich noch weiß, wie das geht. Ach genau, Alt-Taste. Ja, ist schon ein bisschen her, wo ich den Search in Red Oxa gespielt habe. Ich weiß nicht, hab heute so ein bisschen den, ich spiele wieder die ganzen Multiplayer-Shooter-Tag. Eben kam Verdor, zwei Folgen dran. Jetzt kommt Red Orchestra ein bisschen dran. Danach kommt ein bisschen Insurgency dran. Das werdet ihr dann verteilt in der Woche sehen. Immer mal abwechselnd. Weil ja Breaking Point nicht funktioniert. Das hat sich leider selbst eliminiert durch ein Update-Button. Ja, ich könnte keine Ahnung, was da los ist. Ziemlich ärgerlich. Muss man die ganze Scheiße runterladen. Was übel lange dauert. Ja, also bestimmt 4-5 Stunden bei mir. Trotz 16.000er. Ja, frohes Schaffen, würde ich sagen. Aber ich habe schon öfters mal in Verdor erzählt und auch in Insurgency. Ich werde wahrscheinlich sowieso demnächst wieder anfangen, mehr Multiplayer-Videos zu machen. Das heißt hier Verdor, Insurgency und Red Orchestra haben vielleicht auch noch andere Spiele. Natürlich Rising Storm gehört mit Red Orchestra 2 dazu. Das soll man natürlich auch nicht vergessen. So. Ja, lieber Thyssen, du kannst ihn joinen. Ich lade dich einfach mal ein. So. Das ist auch ein Abonnent von mir. Einfach beitreten. Hab keine Scheu. Ich beiße nicht. Nur die Waffe. Komm, das muss ein. Ja, war ein Tötungskill. Ein Tötungskill, ja. Sehr gutes Wort. Ein Kill war das. Und dann hat der Konstantin zurückgeschossen. Böser Konstantin. So, was ist mittlerweile alles drin? Wir haben hier Fabian Tables, glaube ich, auch ein Abonnent von mir. Der ist auf jeden Fall ihm beigetreten. Grüße an dich, Fabian. Und ansonsten, die Alliierten haben immer noch zwei Leute da. Der Spooky, den ich immer noch nicht getötet habe, glaube ich. Spooky, wo kämpfst du rum? Wahrscheinlich wirst du es mir gleich in den Kommentaren schreiben. Der ist aber schon viel zu spät. Zur Barox die Banane. Ich weiß, der Spooky hat ein MG, wie ich es eben gerade gesehen habe, im Killfeed. Und das hat der Spooky. Ja, okay, das ist eine PP-Schar. Das ist nicht wirklich das MG, aber ich habe einen Spooky gefunden. Leider hat er mich zuerst ausgeschaltet. Ja. Hast Glück gehabt, Spooky. Hätte dich treffen können. Leider habe ich daneben geschossen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt geschossen habe. Habe ich geschossen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wo du bist, Spooky. Ach ja, Red Orchestra 2 ist schon ein ziemlich geiles Spiel. Mit das beste Multiplayer-Erlebnis, was ich jemals hatte in einem Shooter. Vor allem, weil es auch so realistisch ist. Endlich mal ein Shooter, der erwachsen ist. Der nicht auf diese scheiß Kinderkacke mit Amerika, ich verteidige dein Land, steht. Also einfach mal richtig schön erwachsen. Und nicht so schnell, ja. Schön taktisch vorangehen. Schön die Kugeln richtig setzen, also so ein Brustschuss ist schon der Tod. Genauso wie Kopfschuss. Ansonsten ist eigentlich jeder Schuss tödlich, wenn man noch richtig platziert. Ganz selten hat man mal einen Streifschuss, den man noch heilen kann. Mit zwei vorhandenen Bandagen, die man zweimal nutzen kann, falls man Glück hat und zweimal wirklich so getroffen wird. Wachsam bleiben!
Gegenangriff. Das habe ich im Regen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Könnt ihr euch immer noch kaufen. Bei Steam ist nicht so teuer. Ich glaube, 15 Euro kostet das Ganze. Ansonsten kauft euch an das Standalone. Das Rising Storm ist dann Szenario anstatt Stalingrad eher der Pazifikkrieg. Ist auch ein sehr schönes Ding. Können wir demnächst auch mal spielen wieder. Ich dachte mal einfach für die Woche hier. Für die nächsten Folgen erstmal wieder ein normales Red Orchestra. Weil das, wie gesagt, letztes Mal im Angebot war. Und kostenlos zu spielen war. Also habt auf jeden Fall ordentlich was verpasst. Wer das nicht genutzt hat, diese einmalige Chance. Selbst schuld. Ich habe sogar öfters mal bei Steam und Google Plus, nicht bei Steam, bei Facebook und Google Plus angekündigt. Und wer mich da immer noch nicht hat, der kann ja gerne mal in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es die sämtlichen Links zu allen Social Networks, wo ich vorhanden bin. Da könnt ihr auf jeden Fall mit mir schreiben, mir Fragen stellen und pipapo. Also könnt ihr ruhig mal dann ein Like da lassen, ein Plus da lassen, keine Ahnung, wie das bei Google heißt. Oder bei Twitter ein Follow da lassen. Dieses ganze Gedöns halt. Ihr habt gerade gesehen, Streifschuss. Hat man die Möglichkeit noch, sich zu heilen. Hat Glück gehabt hier. Wer war denn das hier? Freundchen? Komm her. Oh, Nikolai. So, mittlerweile müsste, glaube ich, auch der Thyssen drin sein, hoffe ich doch. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen. Thyssen. Ich denke mal, Thyssen heißt der. Und langsam kommt doch die Spiel auf dem Server. Hier Foam, Diesel, Drizzle, Manizel ist auch im Spiel beigetreten. Es gibt sogar einen Red Orchestra Server, wo wirklich dann wirklich historische Namen verwendet werden. Da gibt es dann Hermann Göring, auch wenn das nicht wirklich Sinn macht, aber halt historische und bekannte Namen, die man halt kennen sollte. Da gibt es wirklich so Roleplay-Server, wo dann wirklich nur einer ein Leben hat und so. Also ist ganz, ganz lustig, was hier gemacht wird schon mittlerweile. Oh, Spooky, hat mich schon erwischt. Diesmal ein Herzschuss. Sehr selten das Ganze. Die Folge wird heute ein bisschen länger gehen, sehe ich gerade. Falls nicht uns gleich alles hier verstärkungsmäßig ausgeht oder wir die Flaggen angenommen haben. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich die Flaggen an dem nicht mehr heute kommen. Gucken wir mal, ob noch 7 Minuten durchhalten. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich früher enden. Guck mal hier, er chillt ein bisschen. Zack! Nackenschuss. Schissel, Manisel, Dissel. Ja, Bruno, renn mal vor. Mach mal. Ich geh mal kurz in den Kram hier rein. Vielleicht soll ich auch öfters mal das Deckungssystem nutzen hier in Red Orchestra. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Ding. Auch ein bisschen verbuggt zwischendurch. Wobei, nee, ich habe mich nur dumm angestellt. Auf jeden Fall sehr hilfreich das Ganze. Und gut designt, gut mit der Steuerung implementiert worden. Könnte man öfters in Shootern verwenden, dieses Feature, sag ich mal. Dieses einzigartige hier von Red Orchestra, dieses schöne, ich drücke die Steuerungstaste und bin dann an der Kante und kann dann machen, was ich will. So, oben ist ein NG, das ist schlecht. Ich bin ja nicht dran, so in die Richtung. Okay. Moment, ich gehe mal lieber ein bisschen zurück. Der Holzlattenzaun wird mich nicht wirklich schützen. Okay, ich gehe mal hier weg hier. Ich habe hier. Bin hier gerade unter Beschuss, deswegen wackelt die Kamera so ein bisschen. Ja, das war ein tödlicher Treffer. Der hilft auch nicht mal eine Bandage. Das ist so ein langsamer Kill, ja. Richtig schön leiden noch. Wahrscheinlich wurde ich im Hals getroffen oder so, keine Ahnung. Kommt auch nicht allzu häufig vor, so ein tödlicher, aber nicht heilbarer Schuss. Also meistens kommt so, du wirst getroffen, bist tot oder was getroffen, kannst dich heilen. Und dann gibt es ja so seltene Dinger wie, du hast getroffen, stirbst aber langsam vor dich hin, du kannst nichts mehr machen, außer vielleicht noch versuchen zu
treffen oder jemanden zu töten noch, was aber sehr schwer ist, weil du so rumwackelst und dann keine Kontrolle mehr hast. Nee, Freund. Gut. Jetzt, Nikolai, bist tot. Wow, das ist ein Glitch. So, ich würde den Spooky gerne nochmal mitnehmen hier. Frage ist, wo hat sich der Spooky verkämmt? Captain ist übrigens in dem Spiel erwünscht. Weil niemand rennt hier rum von A nach B wie in Battlefield oder Call of Duty und nimmt da irgendwelche Punkte ein. Das gibt's ja nicht. Das wird ihr wahrscheinlich nie finden. Verdammt. Ich wollte gerade schießen. Also das Spiel ist hier wirklich Stück für Stück nach vorn treiben. Der ist nicht viel mit Rushen. Das könnt ihr euch gleich abschneiden hier. Das klappt nicht. Das klappt nicht ein bisschen. Vielleicht wenn du allein auf dem Server seid, aber da macht es ja keinen Spaß. Aber ansonsten, ne. Könnt ihr knicken. So. Was ist das für ein Ding jetzt? Rathaus, ja, habe ich richtig geraten. Ist doch ein Rathaus hier. Ich komme jetzt noch ein bisschen rushen hier. Oh, das ist ein Gegner. Ja, ne, keine Chance. Spooky habe ich leider von links erwischt, von der linken Flanke. Hätte ich mal vielleicht ein bisschen gucken können. Ja, das passiert euch meistens zu 99%, wenn ihr wirklich rusht. Einfach stur geradeaus rennen, bringt euch nichts. Hier war gerade das beste Beispiel bei mir zu sehen. Ja, auf jeden Fall sehr schöne Karte. Schön designt. Musikalisch das Ganze wieder sehr gut unterlegt. Mit so russischen Klängen und so allgemein so Kriegs... Hymnen, sage ich mal, ich weiß nicht, wie man es so richtig nennt, so Kriegsmusik halt, die man halt kennt von Band of Brothers zum Beispiel. So heroische Musik. Richtig, richtig schön auf jeden Fall gestaltet das Ganze. Okay, der Spooky war also hier, würde ich sagen. Ja, ist der Spooky bestimmt, oder? Das ist Konstantin gewesen, nicht der Spooky. Spooky, wo bist du? Ich werfe eine Granate jetzt. Nimm einfach mal die Gunst der Stunde und nutze mal den Busch als Deckung. Ich hätte nicht wirklich viel gebracht, glaube ich. Ich lege mich einfach mal hin. Zack. Muss ich nachladen. Zack. Übrigens, wer das noch nicht weiß und noch neu im Spiel ist, man kann mit dem Mausrad die Entfernung einstellen, wie ihr unten rechts sehen könnt. Also bis 2000 Meter kann man hier schießen. Den Karabiner, aber ja, werdet ihr wahrscheinlich selten brauchen. Aber es ist möglich für alle, die das mal testen wollen. Man kann auch natürlich auch so schießen. Ist nur leider ein bisschen schwer. Ich kann es ja mal versuchen. Was eigentlich ziemlich dämlich ist, was ich mache, aber na gut. Ja, okay. War ein Zeichen. Viper, mach es nicht. Du wirst nur versagen. Aber leider habe ich den Bot nicht gesehen, den Vasili. Das ist halt auch so ein typisches Beispiel von Red Orchestra. Du siehst halt nicht, wo die Gegner sind. Du hast einfach verkackt. Basta, Ende aus, Punkt. Und natürlich schön brutal ist es. Heatmask geht natürlich auch kaputt. Wenn ihr die Game of the Edition habt, auf jeden Fall solltet ihr jetzt alle die haben, die wir jetzt gekauft haben. Auf wenn wir es damals so, wenn ich Rising Storm gekauft habe, wurde mein Spiel gepatcht und ich konnte dann alles uncut machen. Also Gliedmaßen reisen raus, etc. Was halt in der deutschen Version auf Steam halt momentan dann ausgeschaltet war, aber seit Rockstar Rising Storm geht das halt einfach, ja. Coole Sache, bei Game of the Edition geht das jetzt mittlerweile auch. Aber ich sehe gerade, die Runde ist jetzt hier gleich vorbei, in dem Augenblick. Und der Viper hat den Spooky nicht getötet, der Spooky hat den Viper und damals getötet. Ah! Pavel, verdammt. Kann er dann Spooky stehen? Eine Sekunde und zack, das war's, Match verloren. Meist Teampunkte, effektivster Spieler, ja, ich, na ja, gut, schön, danke. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst es mich wissen mit euren Daumen nach oben, dann weiß ich, dass euch das Ganze auch wirklich gefallen hat und euch davon mehr sehen wollt.
Nochmal vielen Dank an Spooky und an den zwei Abonnenten hier, die beigetreten sind. Für das Spielen. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen. Und ihr seht das Ganze dann in den nächsten Tagen auf eurem Kanal. Bzw. auf eurem Monitor und auf meinem Kanal. So ist es richtig. Bis dahin. Ciao.